for today. Don't forget to read the next chapter and I'll see you next week. Bist du nachher dabei? Klar. Ich hoffe, Jonas ist nicht mit allem unzufrieden. Oh ja. Das wäre nervig. Also, wir sehen uns dann. Ciao. Tschüssi. Hey und willkommen zum Abi-Film des Abiturjahrgangs 2023 des Stromberg-Gymnasiums in Vaihingen an der Enz. Wir werden euch in dem folgenden Film unseren Schulalt... Stopp! Stopp! Sag mal, was ist das denn? Das kann es doch keiner geben. Das ist doch jetzt schon langweilig. Wir brauchen irgendwas Neues, was Spannendes, was Interessantes, irgendwas Cooles halt. Nicht so ein Scheiß da. Wir brauchen neue Ideen, Leute. Ja, wenn du meinst, dann gehen wir jetzt einfach in den Oberstufenraum und überlegen uns irgendwas Neues. Ja, macht es. Aber ich habe keine Zeit mehr für sowas. Ich muss jetzt echt nach Hause. Ach, und du kannst das Zeug hier noch aufräumen, gell? Danke! Ich will einen Blockbuster sehen! Okay, Jungs, wie wollen wir das jetzt machen? Also ich muss es mal lernen. Schau morgen Bio. So, fangen wir erstmal mit den Grundlagen an. Luca, kannst du aufhören, die Videos reinzuziehen und dich jetzt endlich auf diesen Drecks-Abi-Film konzentrieren? Mann, ich muss den Scheiß ja für morgen können, sonst kracht's. Hä? Ist doch alles gut. Mach einfach Freestyle und dann schau mal, was wird. Was wird? Boah, wie wär's, wenn wir einfach so versuchen, die Lehrer nachzustellen, so, und dann machen wir irgendwie so Szenen von denen, was die immer sagen? Man kann ja easy so einen Roland mit Krawatte und Hemd und sowas darstellen. Weiß ich jetzt nicht. Also einfach nur die Lehrer nachstellen, ist vielleicht ein bisschen langweilig. Aber lass doch einfach die Kamera beim Feiern mitnehmen, dann hat man safe lustige Aufnahmen. So wie letztes Jahr vom Abiball. Das war bodenlos. Ja, aber lass dann auch irgendwie so ein paar Insider aus dem Unterricht mit einbauen. So, keine Ahnung, zum Beispiel aus Mathe oder so. Oh, ein Fall für die Putzfrau. Ah, Grundschulpädagogik. Hä, was macht der denn jetzt hier? Hä? Wer denn? Ah, egal. Hat eigentlich jemand von euch schon das neue Passwort für Schul-WLAN? Ja klar, hier. Danke. Darf ich reinkommen? Na, wie geht's euch? Oh, ihr puzzelt ja. Ah, das habe ich früher auch immer gemacht. Ich bin quasi Puzzlekönig. Mal sehen, ob ich es noch kann. Seht ihr? Passt. Ich muss euch etwas erzählen. Also, ihr habt doch sicher auch schon gehört, dass hier in der Gegend eine Gruppe von Gaunern ihr Unwesen treibt. Davon haben wir nichts gehört. Ah, doch. Deshalb war vielleicht die Polizei hier öfters oben. Ganz genau. Also, das ist eine Gruppe von Gaunern, die sind sehr gefährlich. Die hacken sich sogar manchmal in Haussysteme ein, um an das zu gelangen, wonach sie suchen. Okay, und nach was sollen die suchen? Nun ja, wertvolle Waren und so, die sie dann auf dem Schwarzmarkt verkaufen. Na, also, die nehmen unter Umständen sogar Geiseln, wenn es darauf ankommt. Ja, ihr müsst euch also wirklich in Acht nehmen. Machen wir. Ja, machen wir. Ja, machen wir. Dann tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Glaubt ihr nicht, dass an der Story was dran ist? Niemals. Safe nicht.
Ja gut, aber dann lass jetzt noch Ideen für einen Abi-Film sammeln. Bonnie, ich hab Hunger. Ich geh jetzt erstmal was essen. Oh ja, bitte. Okay, aber dann lass uns heute Nachmittag nochmal hier treffen. Was war das jetzt? Hat sei für einen Lehrer zugeschlossen. Warte, ich schau mal, wie man geschrieben hat. Ja. Ah, Marie meint, die sind 012. Das ist wenig. Hey. Boah, da seid ihr ja endlich. Ja, sorry, unser Bus hat Verspätung. Oh, sorry. Mein Rad hat entlocken. Und, habt ihr euch jetzt schon was Gutes überlegt? Naja, nicht wirklich. Also, lasst uns noch ein paar Ideen sammeln, die Jonas dann vielleicht ein bisschen besser gefallen. Sind jetzt eigentlich die Jalousien runtergegangen? Da ist safe wieder nur die Technik am Spinnen. Boah, ey, die Jungs heute, ne? Da hat schon wieder jemand in die Ecke gepisst. Und warum sind eigentlich im ganzen Schulhaus die Jalousien unten? Kein Plan. Ja, aber das kann doch eh nur Herr Dörner steuern. Ja, stimmt. Der hat die zentrale Steuerung. Aber wir haben ihn doch vorhin gesehen, wie er nach Hause gefahren ist. Ja, dann lass doch mal nachschauen gehen. Wer kommt mit? Ja, komm. Komm, lass draußen schauen. Jo. Stopp! Digga, Theresa, wer sind die? Was, wenn es die Typen sind, von denen Herr Neuling uns erzählt hat? Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Ja, dann weg von der Tür zu den anderen. Hey, Jungs, wir haben ein dickes Problem. Also, die Eingangstür vorne ist auf jeden Fall zu. Und da stehen so richtig komische Typen in Overalls. Das sind sowas von Safety, von denen uns Herr Neuling erzählt hat. Also, ich würde sagen, wir brauchen auf jeden Fall Hilfe von draußen, dass jemand schaut, was hier überhaupt los ist. Ja, man ruft sofort jemanden an, der uns von draußen Überblick verschaffen kann. Ja, Jonas wohnt doch hier ganz in der Nähe. Ruf doch den an. Mach ich. Hey Marie, was gibt's? Jonas, hör mir zu. Ah, habt ihr schon neue Ideen für einen Abi-Film? Jonas, vergesst diesen Abi-Film mal kurz für eine Sekunde. Herr Neulinger war vorhin bei uns und er hat uns von Typen erzählt, die hier rumlaufen und in Häuser einbrechen und Haussysteme lahmlegen. Wir dachten halt, das wäre ein Joke, so, er würde uns verarschen. Jetzt sind wir uns alle Jalousien runtergefahren und es stehen vor der Tür Vans mit Typen in schwarzen Overalls. Wir wissen absolut nicht, was wir machen sollen, Jonas, wenn das die sind. Dann sind wir am Arsch, weil Herr Neulinger hat erwähnt, dass die gefährlich sind. Also, du musst uns irgendwie helfen. Schau vom Feld aus, ob du irgendwas sehen kannst und du musst uns einfach sagen, was da abgeht, okay? Ja, okay, ich komme. Und bitte, beeil dich. Ja, ich fahre mit dem Fahrrad. Okay. Ja, bis gleich. Ja.
Okay, also Jonas kommt, aber wir können jetzt auch nicht so rumsitzen und so tun, als wäre nichts. Habt ihr es gehört? Ja. Was war das? Lass mal lieber nachschauen gehen. Leute, wo kommt es her? Lasst uns mal in zwei Gruppen aufteilen, um nachzuschauen. Aufteilen? Aufteilen, das ist doch die dümmste Idee. Kennt ihr nicht die ganzen Horrorfilme? Damit fängt's an. Also nee, da bin ich wirklich raus. Sorry. Das könnt ihr nicht ernst meinen, oder? Oh, das ist so eine dumme Idee, dass wir uns aufgeteilt haben. Ich hab's von Anfang an gesagt. Ich will einfach nach Maira, Hause. Ich hab keinen Bock mehr. Hör auf, komm zu heulen und komm einfach mit. Das kam von da drüben. Komm mit. Das war ein Türknallen. Da läuft jemand! Schnell rein! Hinter vorn! Oh, Scheiße, das Licht! Ich glaube, da ist der Typ lang. Und dann da. Was ist denn da los? Na toll, da war nichts. Och Mann, lass es einfach zurückgehen. Und du beruhigst dich jetzt erstmal. Chiara und Theresa haben safe irgendwas rausgefunden. Ja, wenn die nicht gerade den komischen Typen direkt in die Arme gelaufen sind. Oh Mann. Das ist Jonas. Ja, dann lass schnell da rein, da hört uns keiner. Jonas? Ja, wo bist du? Siehst du was? Ja, mach. Oh, ups, sorry. Weitermachen. Marie? Ja, ja. Ich sehe da ein paar Typen mit so schwarzen Overalls. Ich glaube, die laden irgendwas aus den Vans aus. Kannst du erkennen, was? Nee, leider nicht. Das will nicht funktionieren. Mann! Das kann doch nicht sein. Es funktioniert schon wieder nicht, dieses Internet. Das bringt mich zur Verzweiflung. Das Wake up und jetzt haben wir schon die neue Funktion und es will nicht funktionieren. Das ist doch... Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Schon so spät? Ich muss auch mal irgendwann nach Hause. Was ist denn das schon wieder hier? Michael. Dauert's noch lang? Das Internet funktioniert schon wieder nicht. Das WLAN ist schon wieder komplett ausgefallen. Ja, und was soll ich jetzt machen? Ich muss doch meine Arbeitsblätter bis morgen alle kopieren. Ich habe morgen zur ersten Stunde.
Ja, ich auch und ich muss auch noch meine Arbeit für die 6B kopieren. Könntest du vielleicht das WLAN resetten? Das wäre echt super. Ja, es dauert halt jedes Mal ewig lang, aber ich kann's probieren. Das wäre echt klasse. Dann gehe ich einfach schnell meine Vokabeltests korrigieren, bring dir einen Kaffee vorbei. Okay, okay, alles danke. Klar. Danke, also, perfekt. Ich probier's mal. Okay, super, cool. Bis gleich. Grüß doch. Als ob ich nichts Wichtigeres zu tun hätte. Marie, die Tür ist abgeschlossen. Die sind gar nicht drin. Marie, hallo? Jonas? Marie, die Tür ist gar... Jonas! Schule. Hallo? Jonas, die Verbindung ist schlecht. Jonas! Telefonierst du über WhatsApp? Ich habe kein Guthaben mehr. Marie, hast du mich gehört? Jonas! Jonas, ich höre dich nicht! Ja, scheiße, Verbindung weg. Hi. Ey, was machen wir jetzt? Ja, zu den anderen. Ja, okay. Was ist das jetzt? Ich glaube, das Geräusch kommt von unten. Das kommt von da drin. Aus dem Computerraum. Da ist irgendwas. Aber wenn wir nicht reinfinden, können wir auch nichts rausfinden. Na, hör mal! Dreckspiel. Oh. Lieber noch mal eine Runde Fortnite. Ah. So. Hallo? Hey Jungs, wie sieht's aus? Sollen wir eine Runde zocken? Bin dabei. Was machen wir? Ja, League of Legends natürlich. Da bin ich Profi. Boah, Jungs, nee. Lieber eine Runde Fortnite zusammen. Jungs, wartet noch kurz auf mich. Ich muss dem in FIFA gerade noch eine Lektion erteilen. Der versucht mich ja abzuziehen, 5-Star Skills, 4-Star Weakfoot, aber Mbappé kommt gegen mich nicht klar. Wenn ich hier mit Messi komme, dann ist es vorbei. Ey, nein. Ey, Mbappé, das ist doch ein Cheatcode. Der rennt einfach durch und du kannst nichts machen. Ey, wer programmiert sowas? Was soll das? Ah, da seid ihr ja. Habt ihr irgendwas rausgefunden? Filmen wir euch gleich. Drei Hauptbestandteile der Photosynthese sind und? Wasser, du hast was gefunden? Kohlenstoff. Nichts, keine Ahnung, was hier abgeht. Und was mit Jonas? Hat der was gesehen? Ja, zudem haben wir die Verbindung verloren. Irgendjemand hat Schul-WLAN lahmgelegt. Oh, was, wenn das die Typen sind? Die können doch Haussysteme hacken. Roland, guck mal hier gerade, Schwingkreis, da fehlen irgendwie noch ein paar Kabel, die müssten wir noch irgendwo unterbringen. Ah, komm, Andreas, Jungkollege, guck mal einfach mal, was los ist, ne, und dann steck mal einfach mal, da kannst du nicht viel kaputt machen. Ne? So. So, und jetzt geben wir ein bisschen Spannung drauf und wichtig ist halt, dass man mal Mode ändert. Was willst du ändern? Mode, hier, okay. Guck mal.
So. Ah, Schwingung. Sauber, ne? Sieht man, perfekt. Ja, ja. Es gibt da noch ein Highlight, das kannst du draufschalten. Und zwar gibt es da noch ein Mode. Und. Zusätzlich veranschaulichen immer ja, gut. Ich zeig dann mal. Ja, mach mal. Und wichtig ist, ein bisschen Spannung aufbauen. Eins, zwei, drei. Oh. Shit. Auf, komm zu mir, da ist einer bei mir. Die ersten Geiseln. Jetzt geht nicht mehr das Licht an. Jungs, wenn die jetzt auch das Stromnetz gekappt haben, dann müssen wir noch mal nachschauen gehen. Hä? Strom geht wieder. Help, I need somebody. Hörst du das? Not just anybody. You know I need someone. When I was younger, so much younger than today. I never needed nobody's help in any way. Was macht ihr denn so spät noch hier? Herr Neulinger, die Typen. Die Typen, von denen sie uns erzählt hatten. Die sind da. Welche Typen? Wovon redet ihr? Die Geräusche? Die Jalousien? Haben sie davon nichts mitbekommen? Sie müssen mitkommen, sie müssen uns helfen. Welche Geräusche? Welche Typen? Wo? Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Was ist denn überhaupt los? Was ist denn überhaupt los? Die Vans da draußen. Was ist denn überhaupt das Problem? Die Vans, wir wissen nicht mal, wo die herkommen. Wir wissen nicht, wer es ist. Habt ihr es gehört? Nee. Da ist jemand. Das ist jemand von der Bande. Das ist Rolo. Roland. Er wird. Pardon, jetzt habe ich ganz vergessen, ihn aufzuschließen. Aber schön, dass Sie da sind. Ich habe extra schon die Jalousien runtergelassen, dass Sie mit der Wartung starten können. Aber vielleicht könnten Sie vorher noch einen Blick in unseren Sicherungskasten werfen. Wir haben da ein Problem. Die Schule läuft auf Notstrom. Der Diesel rattert hinter der Schule und wir wissen nicht, woran es liegt. Klar, machen wir so. Meine Azubis holen nur schön neue Werkzeug. Hallo. Oh, wir kennen uns ja. Julian. Abi 2022, Sie haben es ja richtig zu was gebracht. Ah ja, selbstständiger Elektriker. Was machen Sie denn noch so spät hier? Ja, das haben wir uns gerade auch gefragt. Schauen wir mal.
Oh, das sieht aber gar nicht gut aus. Was haben sie denn da gemacht? Ich wollte mir nur ein bisschen Wasser heiß machen für einen schönen Black Tea. Der Wasserkocher war's.